weniger. Kannst du raus aus dem Boot? Wohin geht das? Warte mal, komm, ich komm rein. Und wir gehen einfach alles, wir schiffen einfach alles außen rum und zwar müssen wir in die Richtung. Gehen wir hier oben durch, dann machen wir so. Ja. Weil das ist jetzt wirklich ein Rätsel, weil ich konnte ja die Werkbank, konnte ich ja easy peasy einfach abbauen. Mhm. Aber das Ding will nicht. Komisch. Äußerst komisch. Sinkt das Schiff auch? Nur doofe Frage, ne? Nee. Okay. Blitzeinschlag und so kennt das Spiel nicht, ne? So, hin müssen wir eigentlich. Okay, gut, gehen wir. So, leider ist der Wind halt ein bisschen beschissen aktuell. Was war das? Ich habe keine Ahnung. Das war, glaube ich, eine Welle. Das macht das Schiff. Okay, Schiff geht kaputt bei Wellen. Okay, ich habe nichts gesagt. Ne, der Wind ist echt gerade beschissen. Ne? Der Wind will bei uns gerade nicht. Also wirklich. Ja, wenn der Wind nicht will, dann musst du wirklich von Hand. Ja. Gibt's nicht ein Motorboot oder so? Das mit Nixenschwänze betrieben werden kann? Oder. Wasser? Stell dir vor, wir müssen bis ans Ende der Welt reisen, nur um diesen. Da rundherum zu kommen. Ja. Und dann noch so, ne? Also mit Paddeln. Aber es ist gar krass, was für Wetter das abgeht. Jetzt kannst du rechts rüberziehen. Dann bist. Ah, ne, geradeaus. Weiter geradeaus. Nö. Ja, ein bisschen rechts könnte man schon, ne? Na gut, ich sag's mal so, um besser voranzukommen. Nee, das ist total jetzt gerade kacke, ey. Wir müssen. So. Ja, doch, man könnte eventuell. Halleluja, es hört auf mit dem Gewitter. Ah ja, guck mal an. Wir sind aus dem Sturm. Jetzt kommt der Kraken. Black Pearl kommt und holt uns. Das wäre doch mal schön, oder? Oh ja, so. So, und jetzt müssen wir leider hier so und jetzt halt wieder paddeln. Was willst du tun? Ah, aber nicht zurück, nach vorwärts bitte sehr. Ja, ich könnte was zu Futter vertragen. Scheiß drauf. Futter wird überbewertet, ne? Ja, doch schon. Müsste man, ja, das ist so. Jetzt ohne Witz, wir haben hier echt so viel Land. Ja, wir haben ganz viel Land vor uns. Und jetzt sag mir bitte nicht, dass die Inseln hier zusammentreffen. Doch, das ist so. Wir müssen das Boot kaputt machen. Oder eben rundherum resegeln, das können wir auch tun. Da haben wir immerhin Wind. Da haben wir immerhin die ganze Zeit Wind. Ganz runter, so hier runter, da wo wir vorher waren. Ja, noch weiter runter. Ach, wo ist denn da? Ist da nicht so ein Fluss oder so nach unten? Eventuell, also da nach oben? Digga, das gibt's doch nicht. Es ist schon mal da gut rechts zu wissen, nach oben, dass ne? die Insel zusammen verbunden ist. Und da können wir ganz viel Kupfer. Ist da rechts nicht ein
Bin ich im Fluss nach oben oder bin ich gerade voll doof? Nee, der hört da auf, der mündet. Okay, wir drehen um. Und wir gehen nochmals den gleichen Weg. Aber jetzt mit... Achtung, halt dich fest. Junge, was ist passiert? Du bist irgendwie irgendwo hingekracht. Ich pack mal was in den Storage. Jo. Jetzt haben wir immerhin, ne, Wind. Oh. Ich bin der Fährmann für das Komplizierte. Okay, da ist echt tote Hose. Das heißt, wir sind eigentlich... Das ist hier so unser eigenes Meer. Unsere eigene Bucht. Ja, das ist richtig. Also es ist geil. Ist geil von der Map Generation, aber es ist gerade mühsam, weil wir müssen den Uralten besiegen. Hm. Ist das so, mit Wind ein bisschen schneller zu segeln? Ich glaube schon, ne? Ja, ja. Bis man natürlich das größere Boot hat, dann braucht man es nicht. Ja. Also das mit Eisennägel und so. Komm, haben wir, glaube ich, auch schon gehabt, ne? Ja, ja. Wo wir so ganz viel Eisen transportiert haben. Was packst du denn alles rein? Eigentlich. Ich bin Polacke, lass mich. Ich muss klauen. Ich klau Meerwasser. Und verkaufe es dann als Himalaya-Salz. Okay, auch schön. Ja, aber das ist schon scheiße teuer. Hast du es mal gegessen, das Himalaya-Salz da? Also selbst gekauft habe ich es nicht, aber mein Vater da immer, glaube ich, gekauft. Aber ich habe keine Ahnung, wie der Preis hier ist. Ja, 10 oder 10 Franken. Für was? Für ein Kilo oder was? Nee, für so eine kleine. Ach so, so einen kleinen. Okay. Du, keine Ahnung, aber ey. Merkst du den Unterschied? Ich habe jetzt kein Höhenprofil, ne? Also. Ich rede vom Geschmack, nicht von dem Berg. Ich sag's dir auch, keine Ahnung. Ob man den Höhenunterschied jetzt merkt, ob das Salz von oben oder unten kommt. Ist ja eigentlich Wumpe, ne? Schöne Aussicht hast du da mit deinem Pfeil. Da sind Nixenschwänze links. Festhalten? Nee, komm, ich sitze jetzt mal. Ja, mach immer wie du nur willst. Stehen, das tut nicht gut. Oh, mein wieder beschissene. Nee, der Himmel ist eigentlich okay, ne? Ja. Ja. Richtung gefällt mir nicht so, wo wir hin müssen, aber du. Junge, es sieht auch so aus, als wäre hier komplett eine Bucht, ne? Boah, alles scheiße hier. Wissen wir wohl so aus. Jetzt willst du mir sagen, so wie es aussieht, ne? Ist, glaube ich, einfach ein riesen Mittelmeer, so gesehen. Nee, gibt kein weißt du, was ich das Gefühl Rauskommen. Habe? Ja, dass da wir ist gleich alles... hier durch müssen. Da ist alles zu. Nee, hier, also, Till, hier. Ja, da geht's, das ist der einzige Punkt. Nee, da, was da? Nee. Ah, hier dazwischen, ne? Da hat's noch ja, irgendwie so... Das ist der einzige Punkt. Ansonsten ist alles Horizont wieder Dingens. Das ist doch nicht normal. Wir sind in einem großen Tümpel gelandet, so gesehen. So, da ein bisschen die Steine umfahren. Also...
Jetzt links hoch. Geht auch nicht ganz, ne? Och nö. Weißt du was? Doch, doch, wir versuchen es da hinten, ne? Das ist so ein Fluss. Ha, hast du gesehen, mein Befehl hat funktioniert. Du meinst wegen Fluss, ne? Ja. Ja, aber brutale Scheiße hier, ne? Das ist ja ein Himmelskommando hier, also. Ja, genau. Du, warum nicht? Ob der schwimmen kann, ist die andere Frage. Oh oh. Guckst dir an, wir. Till, pass auf, wenn du das Boot beschädigst, dann sind wir verloren hier drin. Schön vorsichtig, wie in der Bootsfahrschule. Ich war nie in der Bootsfahrschule. Ist auch so geil. Bei SpongeBob gibt's eine Bootsfahrschule unter Wasser. Mhm. Wäre das nicht dann die U-Boot-Schule? Ja, da brennt aber auch, da brennt auch ein Feuer unter Wasser, ne? Also. Rechts bisschen. Das ist schon eine geile Landschaft, die wir haben. Wir sind jetzt also im Düsterwald. Ja, wir schipfen durch den Düsterwald. Achtung, das Boot. Oh nein, das Boot hat noch genug Leben. Achtung, da vorne kommt Stein. In der Mitte des Wassers. Ich habe jetzt komplett aufgegeben, ne? Achso, da. Gleich bumm. Ja, war nur 0,8, okay. 0,8 auf der Richterskala. Wie viel ist das? Keine Ahnung. Geradeaus, bitte. Wann kommen wir hier endlich mal wieder in ein größeres Gewässer hier? Keine Ahnung, ich fackel das Boot mal ab. Oh. Ich bin das Olympiafeuer. Da oben haben wir noch Steine, ne? Ja. Oder rechts haben wir so einen komischen Stein, so einen Grabstein. Aber hier, ja, hier wird die Bucht größer. Wieder offen. Aber wir müssen jetzt aufpassen. Da hat Steine. Scheiß Steine, ne? Links, links, links. Jetzt rechts. Passt, glaube ich, ne? Ja, und jetzt kannst du links hochziehen. Nee, links ist noch ein Stein. So hart unter Wasser. Ah ja. Jetzt ganz nach links ziehen. Jetzt gehen wir links hoch. Musst du sehen, oh ist auch eine Sackgasse. Wir kommen dem Ziel näher. Wir sind bald beim Uralten. Bis dann sind wir auch Uralte. Nein, wir sind komplett am. Ja, egal. Links hoch, links hoch. Wir dürfen nicht weiter nach links. Wir werden uns wieder paddeln müssen. Mach jetzt Zickzack, ne? Zickzack-Formation. Okay. Ja, aber das ist schon irgendwie sick, ne? Dass wir das so machen müssen. Das ist so. Ja, jetzt ist wieder dunkel oder was? Was haben wir dann? Tag 3000, keine Ahnung was. Ich hab nie einen Tag oder so. Also. Ey, morgen oh, um 18.42 Uhr kann ich mir endlich ein Adelsgeschlecht bauen. Was? Ein Adelsgeschlecht bauen. Ach so.